Ein Rübenvollernter in Aktion. In Rekordzeit holt er die Knollen aus dem Acker. Die werden in der Zuckerfabrik, der Raffinerie, erstmal gründlich gewaschen. Vom Zwischenlager auf dem Vorratshaufen geht es dann in die eigentliche Fabrik. Der erste Schritt: In diesem geschlossenen Behälter werden die Rüben kleingeschnitten. Anschließend landen sie in einem übergroßen Kochtopf, dem Extraktionsturm. Mit etwas Wasser vermischt, köchelt die Brühe vor sich hin. Der zuckerhaltige Saft wird aus den Rübenzellen herausgelöst. Dieser Dünnsaft wird gefiltert, weiter eingekocht und so schließlich zu Dicksaft, in dem der Zucker jetzt so stark konzentriert ist, dass er Kristalle bildet. Aus der braunen, zähflüssigen Rohzuckermasse soll weißer Kristallzucker werden. Dazu wird sie in solche Wäscheschleudern gefüllt. Der Rohzucker läuft in die Trommel. Die beschleunigt auf 1400 Umdrehungen in der Minute. Der braune Sirup wird herausgeschleudert, übrig bleiben die weißen Kristalle. Die feuchten Zuckermassen müssen noch zum Trocknen, dann können sie abgepackt werden. Gerade mal 8 Stunden sind vergangen, seitdem die Zuckerrüben angeliefert wurden. In einem 1-Kilogramm-Paket steckt der Zucker aus etwa 7 Rüben.